Was kommen wir denn vor? Ah ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Klassiker quasi. Ja, das war ja, glaube ich, das war ja vom aktuellen Album, der neuen Song, Justin Bieber, der liebt ihn nicht. Ja, wahrscheinlich viele hier. Erstaunlicherweise können trotzdem immer viele den Song mitsingen, das ist immer ganz lustig zu beobachten. Den nächsten Song könnt ihr hemmungslos mitsingen. Das Wichtige ist aber, dass ihr vor allen Dingen ihn mitfeiert. Wir haben den in all den Jahren immer mit einer Frage verbunden. Dafür stelle ich kurz mal meine Flasche zur Seite. Ich suche jetzt diesen geilen Buddy. Ja. Ja. Tada! Das ist wirklich Kunst. Hoffentlich hat das jemand gefilmt. Ich hoffe auch. Größter Fail. So, ich verbinde das normalerweise, wir verbinden das normalerweise mit einer Frage, diesen Teil der Show, die ihr unfassbar enthusiastisch bejahen werdet. Ja, ihr wisst, jubeln nach Zahlen und so, deswegen sage ich euch das vorher. Die Frage lautet wie folgt. Wie folgt. Augsburg. Habt ihr Bock auf Rock'n'Roll? Bitte. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie das Piano ausgesehen hat, als es angefangen hat. Sonst ist es Piano. Jetzt, das ist das Klo, der ist auch ganz süß, oder? So, magst du mal deinen Stopp-Spaß für dich zeigen? Der einzige Punkt, warum man noch was arbeiten darf. Jo, und Elvis dazu. Das war nicht so cool wie SpongeBob. So, damit wir die Geschichte von kleinen Piano erzählen können, wie es Teil der Baseballs wurde, gibt es jemanden hier im Publikum, der wirklich ein bisschen Klavier spielen kann? Nein. Das glaube ich jetzt. In Augsburg gibt es niemanden, der Klavier spielen kann. Also, ihr müsst jetzt nicht den mega... Bist du jetzt gerade Stefan? Du hast Stefan gesagt, oder? Wahrscheinlich tatsächlich der einzige professionelle Klavierspieler heute. Also gibt es ja, ihr müsst jetzt wirklich kein Virtuos sein, gibt es irgendjemand im Publikum, der so ein bisschen Klavier spielen kann? Du? Ah, da haben wir den mal. Ja, dann komm doch mal nach vorne, bitte. Du hast ja auch eine Frau, oder? Ich
Aber das war heute Abend, ja, wie geil. So, ich bin kompliziert. Ach ja, ein Backstage auf meinem Bett. Nee, normalerweise hängen wir hier eine Treppe. Aber, hey. Aber auch das sieht hier nicht ganz aus. Hi, wie heißt du? Kurzer Applaus für Luise. Genau, also dieses kleine Piano, ja, hat damals, als es bei Baseballs angefangen hat, hoffentlich ein Rock'n'Roll-Piano werden wollen, ja. Und wenn wir natürlich es einfach machen wollen, haben wir dem Piano gesagt, okay, es reicht, wenn wir ein Blues in A spielen. Sagt ihr das schon was? Ja? Das ist schon mal... Was? Das ist das, komm. Du merkst jetzt mal diese beiden, genau. So, pass auf, das Coole ist, das Piano war komplett unerfahren und es hat ihm gereicht, wenn man zwei Tasten benutzt hat, ja? Das heißt, diese beiden Tasten sind jetzt die wichtigsten. So, Luise, ich sag dir, du musst nicht perfekt spielen. Wenn du abspackst, wird Augsburg dich feiern. Das heißt, du darfst nicht nur mit deinen Fingern spielen, mit deinen Knien, mit deinen Schulterblättern, mit deiner Nase, mit deinem Kopf. Hauptsache, du bockst hier ein bisschen für uns zu Bühne. Bist du bereit für? Wir helfen dir. Okay, also das Einzige, was du machen musst, ist die A's hier, entweder im 8., 16. oder 32. Je nachdem, wie schnell du zu spielen. Okay? Bist du bereit, Luise? Seid ihr bereit, Augsburg?